Wochen nach seinem ersten Kontakt zum Rennsport ging Heinz Melkus mit einem Eigenbau selbst an den Start, am Sachsenring. Die Helden im Jahr 51 waren vor 250.000 Zuschauern der Mannheimer Theo Helfrich oder Paul Greifzu aus Suhl. Der Einsteiger aus Dresden bekam bei seiner Premiere vor Aufregung den Gang nicht rein und fuhr erst einmal hinterher. Im Jahr darauf fuhr Melkus wie die Idole dieser Zeit auch einen Veritas. Spätestens nach seinem Vizemeistertitel galt er als einer der besten Nachwuchsfahrer im Osten. Melkus hatte Talent, bastelte und tüftelte, baute sogar einen Flugzeugmotor in seinen Flitzer, um seinen Rennwagen schneller und konkurrenzfähiger zu machen. Den Höhepunkt der Motorsportveranstaltungen in der Deutschen Demokratischen Republik bildete das Sachsenringrennen in Hohenstein-Ernsthal, das im Zeichen des Kampfes um die Einheit Deutschlands und den Frieden stand. Start der Solomaschinen bis 500 Kubikzentimeter zum schnellsten Rennen des Tages. Geschlossen ging das Feld durch die ersten Kurven. 400.000 Zuschauer erlebten eine spannende Jagd nach Sekunden. Nach der ersten Runde ging Heiner Fleischmann Nummer 11 in Führung, die er dank seiner Fahrkunst von Runde zu Runde ausbaute. Unangefochten ging Fleischmann mit einem Gesamtdurchschnitt von 146,55 Stundenkilometer durchs Ziel. Mit dieser Leistung stellte der Neckar aus Ulm auf dem schnellen Sachsenringkurs einen neuen Klassenrekord auf. Das erste Wagenrennen sah die Rennwagen der Formel 2 bis 2000 Kubikzentimeter am Ablauf. In den ersten Runden schien dem deutschen Meister Toni Ullmann in dem Nürnberger Fritz Ries ein gefährlicher Gegner zu erwachsen. Bis zur dritten Runde lag auch der BMW-Monopostel mit Krause Reichenbach Nummer 106 in aussichtsreicher Position. Dann drehte Toni Ullmann jedoch auf und fuhr das Rennen mit 133,39 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit sicher nach Hause. Auf dem Sachsenring kam wiederum der große Wunsch der deutschen Sportler nach Einheit und Frieden zum Ausdruck. Es trafen sich Thorn Pricker Wiesbaden, Altmeister Hans Stuck und der Sieger des Hauptrennens Paul Greifzu, der westdeutsche Meister Theo Helfrich aus Mannheim in sportlicher Verbundenheit mit dem tschechoslowakischen Fahrer Bartosz und viele andere. Über 250.000 Motorsportfreunde sahen den Start der 2 Liter Sportwagen. Mit der Genauigkeit eines Uhrwerks fuhr der westdeutsche Meister Helfrich mit der Nummer 19 seine Runden. Erst nach 40 Kilometern kamen ihm seine Verfolger gefährlich nahe. Noch bis zur fünften Runde hielt der Mannheimer die Spitze. Dann war die Zeit für das restliche Feld gekommen. Der Weimarer Straubel mit der Nummer 5 fuhr auf seinem Johannisthaler Kollektivwagen ein großes Rennen. Straubel beendete mit seinem sicheren Erfolg den bisher größten Renntag in der Deutschen Demokratischen Republik. Mehr als 300.000 Zuschauer erlebten auf dem Sachsenring einen Triumph gesamtdeutscher Sportfreundschaft. Europameister Kluge, Hans Baltesberger, Grenzland-Ringsieger Toni Ullmann, Theo Helfrich und Josef Peters waren auch diesmal unter den Teilnehmern. Start der 750 Kubikzentimeter Seitenwagengespanne. In Hohenstein-Ernsthal lagen die Nürnberger Ebersberger Ernst bereits in Führung. Von der ersten bis zur letzten Runde lieferten sie ihren Verfolgern, den Ambergern Hillebrand Barth, einen mitreißenden Kampf. Dem restlichen Feld blieb nur der Kampf um die Plätze.
Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 122,31 Kilometerstunden gingen Eversberger Ernst in die Gerade und als Sieger durchs Ziel. Der westdeutsche Sportfreund Theo Helfrich und der Weimaraner Kurt Straubel starteten im Paul Greif zu Gedächtnisrennen der Sportwagenklasse bis 2000 Kubikzentimeter. In der ersten Runde übernahm Theo Helfrich auf seinem Veritas die Spitze. Dann wurde der auf dem zweiten Platz liegende Ludwigshafener Karch von Kurt Straubel mit dem IFA-Kollektivwagen angegriffen und überholt. Beim größten Motorsportereignis des Jahres vor 250.000 Zuschauern starteten auf dem Sachsenring Seitenwagengespanne bis 500 Kubikzentimeter zum großen Preis von Deutschland. In den international erstklassig besetzten Rennen fuhren Weltmeister und die Spitzenklasse beider deutscher Staaten. Sofort nach dem Start in Führung die bekannten Schweizer Kam Matthias Völl mit der Nummer 43, die den Verlauf des Rennens bis zur letzten Runde bestimmten. Mit der Nummer 40 Morlaix Roche Frankreich, die jedoch in dem überaus schnellen Rennen nur noch Platzchancen hatten. Auch am Queckenberg vor den Start- und Zieltribünen immer noch in Führung kam Matthias Völl vor den Weltmeistern Fahrt Wohlgemut mit der Nummer 37 und Dolpe Höhler. Dahinter gab es spannende Kämpfe um den Anschluss. Souverän fuhren kam Matthias Völl ihr Rennen. Die Schweizer ließen nie Zweifel an ihrer Weltklasse und waren auch in der Schlussrunde nicht von der Spitze zu verdrängen. Überlegene Sieger der Dreiradfahrzeuge bis 500 Kubikzentimeter, die Schweizer Florian Kam Matthias und Roland Völl vor den Weltmeistern Fahrt Wohlgemut. Im abschließenden Rennen gingen die Wagen der Formel Junior über 12 Runden mit insgesamt 104 Kilometer. Auch hier gab es bald nach dem Start packende Kämpfe um die Spitze, die in mitreißender Fahrt neue Strecken- und Rundenrekorde aufstellte. Mit der Nummer 95, der Braunschweiger Arend Senior auf Cooper. An der letzten Kurve vor dem Ziel am Queckenberg fiel die Entscheidung. Arends zog seinen Wagen in die Strohballen. Geistesgegenwärtig nutzte der Dresdner Melkus die Lücke und fuhr mit neuem Rundenrekord dem Sieg entgegen. Meisterschaftslauf für Motorräder auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernsthal. Unter den Fahrern aus 23 Ländern war der Neuseeländer Anderson auf Suzuki mit den Fahrern unserer MZ und der japanischen Honda-Maschinen Anwärter auf erste Plätze. Einer der Höhepunkte war der Lauf der Solo-Maschinen bis 125 Kubikzentimeter. Nach dem Start erschien Weltmeisterschaftsanwärter Anderson als Spitzenreiter in der ersten Kurve. Während das Feld um die weitere Platzierung kämpfte, ging der führende Neuseeländer bereits der Jugendkurve entgegen. Keiner seiner Konkurrenten war diesem Tempo gewachsen. Als der Neuseeländer das erste Mal bei Start und Ziel auftauchte, hatte er bereits einen beruhigenden Vorsprung. Bis zur letzten Runde überlegen führend fuhr Anderson einem ungefährdeten Sieg entgegen. Erster in der Klasse der Solomaschinen bis 125 Kubikzentimeter, Anderson auf Suzuki, vor dem Engländer Shepard auf MZ und dem Österreicher Schneider. Der Bitterfelder Willi Lehmann war einer der bekanntesten Teilnehmer am internationalen Lauf der Wagenklasse Formel Junior. Mit der Nummer 100 der Franzose Ofenstart. Der Sieger dieses Rennens war gleichzeitig Gewinner des Paul Greif zu Gedächtnispreises.
Amerikaner John Patterson hatte den besten Start erwischt. Mit weitem Abstand fuhr er vor dem Feld einher. Auf Platz 2 und 3 kämpften vorerst der Finne Mattila mit der Nummer 105 und DDR-Fahrer Willy Lehmann. Nach der 6. Runde war der Amerikaner ausgefallen. Damit führte der Finne Mattila, aber in seinem Schatten folgte bereits Willy Lehmann. Die Entscheidung fiel in der 12. und letzten Runde. Mit klarem Vorsprung erreichte der viel umjubelte Sieger das Ziel. Es war Willy Lehmann aus Bitterfeld mit seinem Wartburg. Ein weiterer Erfolg für den Rennsport der DDR. Des Sachsenringrennen in Hohenstein-Ernsthal. Unter den Ehrengästen Manfred von Brauchitsch. Und ab geht die Post. Die 1,5 Liter Sportwagen lieferten sich das spannendste Rennen des Tages. Die westdeutschen Porsche-Werke hatten 7 Wagen und ihren Rennleiter Huschke von Hahnstein geschickt. Vom EMB-Kollektiv waren Rosenhammer, Barth und Laue dabei. Von Hahnstein führte die wilde Jagd auf der kurvenreichen Strecke an. Aber Edgar Barth und Rosenhammer blieben in seinem Windschatten. Es wurde mit 130er Schnitt gefahren. Nur Hahnstein konnte seinen Werkswagen zum Erfolg fahren. Die anderen Porsche sind weit abgeschlagen. Hinter Hahnstein belegten Barth und Rosenhammer die Plätze und lieferten damit einen neuen Beweis der Stärke unserer EMW-Sportwagen. Das 27. Sachsenringrennen war ein schönes Beispiel der Sportkameradschaft, ein Erfolg des gesamtdeutschen Sports. Sachsenring bei Hohenstein-Ernsthal. In der Klasse der Seitenwagengespanne bis 500 Kubikzentimeter starteten mit den besten Fahrern aus Ost und West auch die Weltmeister 1954 und 55. Die Weltmeister dieses Jahres, Faust Remmert, Nummer 53, gingen überlegen an die Spitze. Es folgte Noll Krohn mit der Nummer 43 an zweiter Stelle. Im weiteren Rennverlauf änderte sich nichts an der Reihenfolge. Sieger, die Weltmeister Faust Remmert auf BMW. Das Rennen der 1500 Kubikzentimeter Sportwagen wurde zu einem klaren Erfolg für das Eisenacher Rennkollektiv. Nachdem Rosenhammer mit der Nummer 27 vorübergehend vorn lag, konnte Edgar Barth mit der Nummer 26 den Abstand immer mehr verringern. Mit dem Eisenacher Thiel Nummer 25 folgte ein weiterer EMW-Wagen. Der auf Porsche fahrende Düsseldorfer Seidel konnte bis auf den 3. Platz vorstoßen. Aber die Führung des gleichmäßig seine Runden drehenden EMW-Wagens mit der Nummer 26 war nie gefährdet. Sieger mit einem Durchschnitt von 141,73 Stundenkilometern, Edgar Barth auf EMW. Internationales Sachsenringrennen und Start der Solomaschinenklasse 4 bis 125 Kubikzentimeter. Vom Start weg zogen der Frankfurter Karl Hoffmann und der Marburger Lottes in scharfem Tempo davon. Gleichmäßig blieb die Spitze in allen Runden beieinander. Sieger nach 12 Runden Karl Hoffmann Marburg auf DKW. Der Lauf der Seitenwagengespanne bis 500 Kubikzentimeter war ein Rennen der angehenden Weltmeister. Es starteten Meisterfahrer aus Australien, Belgien, Frankreich, der Schweiz und Deutschland. Mit 132,8 Kilometer pro Stunde hatten sich Hillebrand Grundwald und Noll Krohn die beste Position erkämpft. Letzte Runde für Hillebrand Grundwald, die damit das Seitenwagenrennen 1956 auf dem Sachsenring gewann.
30 Jahre Sachsenring. Ein internationales Feld beim Start der Rennwagen Formel 3. Trotz wolkenbruchartiger Regen wurden alle Rennen gut über die Runden gebracht. Geraden und Kurven erforderten gute Nerven. Von der ersten Runde an in Führung trug Ahrens auf Cooper. Mit der Nummer 17 der zweite des Rennens, der Holländer Beels. Mit weitem Abstand vor dem Holländer Beels passierte Ahrens die letzte Kurve vor dem Ziel. Sieger der Formel 3 Wagen bis 500 Kubikzentimeter, Kurt Ahrens auf Cooper. Mit den Weltmeistern Hillebrand Brunwald wurde das Rennen der Seitenwagengespanne der Klasse CS bis 500 Kubikzentimeter gestartet. Mit der Nummer 53 Van der Waal Holland, aber dicht auf folgten bereits mit der Nummer 34 die Vize-Weltmeister Schneider Strauß auf BMW. In den letzten Runden lagen Schneider Strauß in Führung. Die Amberger Hillebrand Brunwald kamen diesmal an ihre Weltmeisterform nicht heran und konnten Schneider Strauß nicht gefährden. Mit klarem Abstand erschienen Schneider Strauß mit der Nummer 34 vor der Zielgeraden. Sie siegten vor Hillebrand Brunwald und Fahrt Rudolf ebenfalls auf BMW. Bei Hohenstein-Ernsthal. Rennen der Solomaschinenklasse A bis 250 Kubikzentimeter. Bei erstklassiger internationaler Besetzung gingen 31 Maschinen über 12 Runden. Mit der Nummer 115 in Führung der westdeutsche Falk auf Adler, gefolgt von dem immer stärker aufkommenden Showpower MZ-Fahrer Fügner. Bereits nach der ersten Runde hatte sich Fügner an die Spitze gesetzt. Der DDR-Fahrer mit der Nummer 105 wurde zwar von dem Engländer Dale und dem Nürnberger Hallmeier mit der Nummer 122 angegriffen, fuhr aber sein Rennen ungefährdet nach Hause. Fügners Sieg bewies die Qualität der volkseigenen MZ-Zweitaktmaschinen, der schnellsten der Welt. Start zum Rennen der Seitenwagengespanne Klasse CS bis 500 Kubikzentimeter. Vom Start weg in Führung die Weltmeister Schneider Strauß aus Weidenau. Das schnelle Rennen brachte unvorhergesehene Situationen, aber alles ging gut. In immer schneller werdenden Runden konnten Schneider Strauß ihren Vorsprung ausbauen. Den Verfolgern blieb nur der Kampf um die Plätze. Das Spitzengespann konnte seine Schnelligkeit in der achten Runde noch erhöhen. Und bis zur letzten Runde blieben Schneider Strauß mit der Nummer 34 in Führung. Die Schweizer Kam Matthias Zecco mit der Nummer 43 wagten in den Kurven das Äußerste. Aber die Weltmeister blieben überlegen vorn. In der Klasse der schweren Seitenwagengespanne Schneider Strauß Weidenau. Im vierten Rennen gingen 26 Wagen der Formel 3 über 10 Runden. Auch hier ein sehr starkes Feld mit ausgezeichneter internationaler Besetzung. In Führung nach der ersten Runde mit der Nummer 95 der Braunschweiger Ahrens vor dem Finnen Lincoln auf Cooper. In der vierten Runde lag der Finne Lincoln mit der Nummer 11 klar in Führung. Der westdeutsche Ahrens hatte bereits eine Minute verloren. Sieger Kurt Lincoln, Finnland. Vor über 200.000 Zuschauern wurde der große Preis der DDR ein voller Erfolg. Zuschauer am Sachsenring. Weltbeste Fahrer mit schnellsten Maschinen. Die Motorräder der volkseigenen Schopauer MZ-Werke gegen die japanischen Honda. Das war der mitreißende Auftakt zum Weltmeisterschaftslauf in der Klasse der Solomaschinen bis 125 Kubikzentimeter. Die besten Viertaktmaschinen im Kampf gegen die besten Zweitakter der Welt. Honda gegen MZ. Nur zwischen diesen beiden konnte die Entscheidung fallen. Mit der Nummer 143 vom Start weg an der Spitze Ernst Degner auf MZ. Dahinter gab es mehrere Runden lang packende Kämpfe um die weitere Platzierung. Bald hatte sich der Rhodesier Phyllis mit der Nummer 153 auf den zweiten Platz vorgearbeitet. Aber Degner konnte die Spitze halten und sein Tempo sogar noch anziehen.
Nach 13 Runden hatte Degner diesen Weltmeisterschaftslauf überlegen gewonnen und damit wiederum bewiesen, dass unsere MZ die beste und schnellste Zweitaktmaschine der Welt ist. Auf den Plätzen 2 und 3 Tom Phillips Rhodesien und der Japaner Takahashi beide auf Honda. Das war der Start zum Rennen der Solomaschine bis 500 Kubikzentimeter über 20 Runden mit 174 Kilometer. Favorit war hier der Rhodesier Hocking auf MV Agusta. Als erster erschien der Fahrer mit der Nummer 1 vor den überfüllten Tribünen am Queckenberg. Der Weltmeisterschaftserste Hocking lag überlegen in Führung. Mit klarem Abstand auf Platz 2 der Engländer Mike Haywood, gefolgt von der Nummer 18, dem Österreicher Bert Schneider. Mit neuem Rundenrekord ging Hocking dem Ziel entgegen. Bis auf die folgenden Haywood und Schneider war das gesamte Feld überrundet. Das war der Abschluss der Weltmeisterschaftsläufer auf dem neu hergerichteten Sachsenring von Hohenstein-Ernsthal, einer der besten Rennstrecken der Welt.